In einer anderen Vorlesung spricht Žižek über zum Beispiel die irrtümliche Normativität als Aufhänger für das Richtig und Falsch des 19. Jahrhunderts oder der heutigen permissiven Kultur der LGBT-Gemeinschaft, als ob es darum ginge, wo doch klar ist, dass die Subversion, dass der ewige Unzufriedenheitsgenerator, das thanatoide Prinzip, der Todestrieb nichts anderes ist als die alles subvertierende Sexualität, der Sexualtrieb, dessen Wiederholungszwang auf Auflösung, auf Ersetzung alles Lebenden zielt und somit das Gegenteil der Normativität darstellt, immer schon, zu jeder Zeit, was dann völlig verkannt wird. Er spricht auch über die Brain Sciences und ihre nicht hinreichende Untersuchung der Voraussetzungen, die sie dann zu Schlussfolgerungen machen hinsichtlich Determination oder Freiheit.